So, willkommen zurück zu Chronocross. Wir sind auf der Insel der Verdammten. Mit Kirsch, denn Salt und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Salt und Pepper. Oder Saltus und Pfeffer. Oder wie sie auch immer heißen mögen. Erwarten uns hier. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo geht's lang. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zu dem Grab. Ne? Müssten wir eigentlich hier lang gehen. So, was war denn das? Irgendwas mussten wir hier benutzen. Gareis Andenken, genau. Okay. Bin mal gespannt, was hier jetzt abgeht. Da sind sie ja. Sir Karsh, ihr seid tatsächlich gekommen. Wisst ihr denn wahrhaftigst gar nicht, warum wir hier sind? Verdammt nochmal, nein, was... Sollte ich das etwa? Spielt nicht den Zerstreuten. Wir sind gekommen, um zu ermitteln, was hier geschehen ist. Sir Karsh, wir haben euch stets zur Seite gestanden. Doch ein Verdacht lässt sich nicht ganz zerstreuen. Verdacht? Wir glauben, dass ihr vielleicht Sir Dario getötet habt. Und hier hat sich unser Verdacht zur Überzeugung erhärtet. Sir Karsh, für euren Mord an Sir Dario werden wir euch hinrichten. Dario? Okay. Wie läuft es denn mit dem Training? Fräulein Riddle. Heute habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Oh, wirklich? Was denn? Was denn? Viperne? Tschüss. Falsch geraten. Jetzt kommt der nächste dran. Sind die wirklich so gut? Von denen kann ich problemlos 10 Stück nacheinander verdrücken. Das sieht ja ähnlich. Diese Churros waren ursprünglich eiserne Rationen für Ritter. Fressattacken zeugen von einem Mangel an Disziplin. Also, Fräulein Riddle, was hast du uns denn mitgebracht? Spann uns doch nicht so auf die Folter. Hier, ich habe sie in der Fossilienschlucht gepflückt. Sind sie nicht schön? Ach Mist, das sind ja nur Blumen. Fräulein Riddle, bist du alleine in die Schlucht gegangen? Was? Darf ich das etwa nicht? Das ist nichts weiter als eine Schlucht. Da ist es bestimmt sicher genug. Na klar. Ich habe genug für alle dabei, also greift ruhig zu, Jungs. Glenn möchte ja keine, oder? Da du dir die Mühe gemacht hast, sie zu besorgen, nehme ich auch eine. Wenn ich ihre Samen einpflanze, wachsen vielleicht irgendwann mal leckere Früchte. Das würde ich von einer Glockenblume nicht unbedingt machen. Oh, wie albern von dir, Glenn. Es war doch eine Glockenblume, oder? Die sind normalerweise giftig. Also bitte nicht essen. Bitte schön, Glenn. Aber ich glaube nicht, dass daraus irgendwann mal Früchte wachsen werden. Das weiß man erst, wenn man es ausprobiert hat. Karsh ist nicht der Typ, der Blumen mag, aber... Nein, so ist das nicht. Du hast mir auch eine mitgebracht? Das ist wunderschön. Was für eine Blume könnte das sein? Das ist eine Glockenblume. Fräulein Riddle, falls du je wieder solch eine Blume haben möchtest, werde ich sie für dich pflücken. Oh, wie romantisch. Wenn dir etwas zustoßen sollte, lass uns doch zusammen gehen. Klingt das gut? Ja, sehr gut. Ja,
Mensch, hörst du überhaupt zu? Tut mir leid. Also, was ist denn? Was gibt's denn so Feierliches? Wie soll ich, also eigentlich... Was ist denn in dich gefahren? Raus mit der Sprache. Ja, es sieht so aus. Kasch, wir haben uns ein Eheversprechen gegeben. Ich habe es schon Papa erzählt. Das wollte ich dir sagen. Wirst du uns deinen Segen geben, Karsch? Ehe? Darum geht's also. Tja, mein Glückwunsch. Wann ist es denn soweit und wo findet die Hochzeit statt? Wir haben uns noch nicht für ein Datum entschieden. Unsere Mission auf der Insel der Verdammten geht vor. Es ist nur so, dass ich... Dass du was? Ich will, dass die Hochzeit hier stattfindet. An dem Ort, an dem wir gemeinsam geweint, gelacht und geträumt haben. Du bist unverbesserlich, Dario. Tja, dann werde ich diesen öden, leeren Platz mit jeder Menge Glockenblumen füllen müssen. Sonst sieht er ja nach nichts aus. Sag einfach Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Also, das hört sich jetzt aber nicht so an, als wäre er eifersüchtig. Danke, Karsch. Okay, das sieht jetzt aber schon so aus, als wäre er eifersüchtig. Damn it. Das muss es sein. Karsch, warum diese Eile? Der Feind wird uns nicht davonlaufen und außerdem hat man hier einen schlechten Halt. Musst du dich immer so anstellen, Dario? Das Grandelion ist vielleicht da drin. Aha. Okay. Er hat das Schwert benutzt. Ist kein Wunder, dass dann das Böse aus ihm rauskommt. Jeder Dragoner wäre heiß darauf, das Ding zu Gesicht zu kriegen. Streuermänner, ihr bleibt hier. Streuermänner. Sir. Sir. Komm endlich, Dario. Na schön. Okay, wir wissen jetzt schon, was passiert. So wie Radius den Vater getötet hat, wird Karsch ihn töten. Ist das das Grandelion? Okay, das war aber nicht das Grandelion. War ich wirklich nur von diesem teuflischen Schwert besessen? Aber der hat es doch gar nicht in der Hand gehabt. Getrieben von abgrundtiefem Hass und Eifersucht. Vielleicht war ich tief in mir ja hasserfüllt. Dario, den ich nie übertrumpfen konnte, so sehr ich mich auch anstrengte, der mir Riddle weggenommen hat. Was, wenn das Schwert den Geist seines Trägers nicht mit Hass erfüllt, sondern stattdessen den Hass, der sich im Herzen der Menschen befindet, zum Vorschein bringt und entzündet? Wenn dieser Hass nun schon vorher tief im Besitzer des Schwerts verwurzelt war. Was hab ich dann? Okay. Glenn hat das anscheinend mitgekriegt. Ihr würzt also doch etwas darüber. Nur mal langsam. Warum zum Geier muss ich gegen euch zwei kämpfen? Keine Zeit für Fragen. Was zum Henker? Okay. Na gut, die dürften ja eigentlich kein Problem sein, oder? Hoffe ich. Ich würde gerne den Sensenmann benutzen, aber irgendwie geht's nicht. Na gut, dann probieren wir das. Ah, okay, das heilt. Plus Angriff erhöht.
Kombo. Okay, Karsh hat seine letzte Special Attack. Hör zu, ich habe Dario nicht getötet. Ich weiß, dass ich irgendwann die Wahrheit sagen kann. Aber jetzt noch nicht. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Sir Karsh, nach unserem Kampf ist mir eines klar geworden. Ihr seid kein böser Mensch. Ihr würdet niemals euren besten Freund töten. Bitte verzeiht uns. Schließlich wart ihr es, der uns in seine Obhut genommen hat, obwohl wir ausgestoßene Dragoner waren. Ihr liegt uns sehr am Würzen, Sir Karsh. Wir glauben euch, Sir Karsh. Wir müssen jetzt gehen, aber hoffentlich sehen wir uns wieder irgendwann irgendwo. Wenn die Zeit gekommen ist, seid ihr vielleicht bereit, uns zu sagen, was wirklich geschehen ist. Und es tut uns leid, aber dass wir das hier von euch gestohlen haben. Wir würden euch gern wieder zurückgeben. Memento-Medaillon. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Eines Tages sage ich euch die Wahrheit, versprochen. Macht's gut. Okay. Für was ist denn dieses Medaillon ganz? Vielleicht müssen wir da irgendwas mit Glenn machen. Falscher Weg. Hier geht's raus. Okay. Ich gehe jetzt mal kurz nach Termina. Ich müsste halt irgendwas mit Glenn jetzt machen. Ich weiß es nicht, aber wir probieren es mal. Wenn Karsh dabei ist, gehen wir mal zur Schmiede. Vielleicht muss ich auch in der anderen Stadt, also in... Nee, hier ist was. Was zum Geier hast du Volleimer in meinem Zimmer verloren? Okay. Ein vulgärer Kerl. Wer ein Deva sein will, muss mehr Armut und Kultiviereinheit an den Tag legen. So ein Penner. Das Militär aus Palpori wird moi bestimmt einen heldenhaften Empfang bereiten. Warum musstest du moi das zeigen? Ich bin très beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Merci. Okay. Also wir müssen ihm irgendwas zeigen, aber... Serge, deswegen leuchtet, tut mir leid. Ich hatte gehört, dass dieser andere Serge ein böser Kerl wäre. Aber Moment mal, gibt es dich jetzt also gleich zweimal? Wie geht denn das? John, du bist der wunderbarste aller Helden. Ich hänge zwischen den zwei Kids. Okay. Ich habe Angst. Wo ist das Fluchtboot? Ich halte nach verdächtigen Schiffen Ausschau. Was ist eigentlich mit Glenn? Wo finden wir ihn? Okay, hier kann man nichts machen.
Ach ja. Okay, dann will ich jetzt aber noch mal... Warte, lass mich mal überlegen. Wir können noch... Warte, war das in der anderen Welt oder in der Heimatwelt, die Barkeeperin... Ich bin verwirrt. Ich glaube, das war in der anderen Welt, oder? Dann gehen wir nochmal hier hin. Eines Tages werde ich meine Schwester... Tier finden. Irgendwo, irgendwie. Ja, wie wär's denn, wenn du mitgehst, Mann? Dieser blaue Edelstein, offenbar hast du dein wahres Selbst wiedergefunden. Jetzt wird's Zeit, dass ich meinen Teil beitrage. Yes! Hola, herzlich willkommen. Wo ist sie? Sehr gut. Ich bin begeistert. Können wir gleich ausrüsten? Goldenes Diadem. Angriffskraft, Resistenz. Komm, geh mir so ein Dragoner-Ding. So, ein Element ist Wasser. Okay, wahrscheinlich ist ihre letzte Elementangriff, ihr letzter Elementangriff, wenn wir die Schwester finden. Aber wo sollen wir die Schwester finden? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Wahrscheinlich in der anderen Welt. Wäre aber auch nicht irgendwie so logisch. Na egal. Okay, gut. Dann haben wir sie jetzt. Sehr gut. Und dann wollte ich in die andere Welt... noch mal gehen und da noch mal in Termina gucken, ob da noch was zu tun ist. Aber da sollte ich auch nochmal Karsch dann mitnehmen, ne? Wäre vielleicht besser. Okay, dann... So. Skelly lassen wir mal da. Wobei ich Skelly vielleicht hier auch bei der Oma nochmal abliefern könnte. Na, jetzt gehen wir erstmal hier. In die Richtung. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas zu tun ist. Dieser Paul, er strengt sich so an, um Mitglied der Schwarzen Garde zu werden.
Norris. Okay, er labert was von Norris. Okay, dann nehme ich mal Norris mit in die Partie. Haben wir irgendwo ein Speicherding hier? Dass ich nicht wieder auf die Map muss? Innen war das, glaube ich, ne? Na gut. Macht keinen Unterschied, ob ich auf den gehe. Auf die Map. Okay, komm, ich wechsle ihn mal aus. Probieren wir es mal. Na Herr Norris, ich kann doch der schwarzen Garde beitreten, wenn ich mich richtig anstrenge, oder? So ist es. Wenn du für deine Überzeugung einstehen kannst, dann kannst du das ganz gewiss. Verstanden, dann strenge ich mich noch mehr an. Das war's jetzt, oder was? Okay. Ich habe gedacht, da passiert noch was. Na gut. Es war ein Versuch wert. Stehen die eigentlich hier rum? Okay, hier können wir nichts tun. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz zu Skelly. Mal gucken, ob hier was passiert. Oh, mein armer Skelly, ich hoffe so sehr, dass es dir gut geht. Gehen wir nochmal mit ihm zu quatschen. Nee, er macht nichts. Okay. Gut, dann ist hier nichts mehr zu tun. Warte mal, in einem anderen Termin war doch hier noch so ein Typ gestanden. Konnten wir auch nichts machen, ne? Keine Ahnung. Shop? Bar? Können wir in der Bar noch hier irgendwas machen? Futtermutter, ich hätte gern einmal den leckeren Tintenfischnudel. Ich würde es dir gern erwähnen, aber bei all dem Wirbel hier in der Gegend sind mir die Vorräte ausgegangen. Oh Mann, so ein Mist. Hey, lass den Kopf nicht hängen. Ich weiß was, ich werde einfach ein bisschen improvisieren. Wirklich? Okay. Und, wie schmeckt's? Diese Konsistenz, die Balance zwischen süß und bitter, das ist der Wahnsinn. Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich mal wieder so leckere Nudeln essen würde. Ich bin im siebten Himmel. Na, übertreib mal nicht so. Da fällt mir ein, dass ich vor langer Zeit mal einen Jungen kannte, der genau dieses Gericht auch so lecker fand. Der hat derart reingehauen. Ich hatte schon Angst, dass er mir umfällt. Irgendwann wurde er dann auch ziemlich dick. Was wohl aus dem geworden ist? Hey, was ist denn? Wenn du so weiter viel meinst,
sind gleich deine ganzen Nudeln versalzen. Danke, Futtermutter. Diesen Laden und deine Küche werde ich nie vergessen. Du bist jederzeit willkommen. Ich koche dir auch gern was ganz Besonderes. Aha, okay. Balanceakt. Und er gelobt, nie wieder sein Leben wegzuwerfen. Okay. Ja, das ist interessant. Also anscheinend gibt es wirklich für jeden Charakter hier noch so einen Special-Angriff. Also für ihn habe ich auch noch nichts, ne? Okay, gut, der Teil wird heute mal ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut und dann gehen wir mal im nächsten Part auf die Suche, auf der Suche nach diesen ganzen Elementen, die für die Charaktere noch zuständig sind. Denn die will ich eigentlich schon haben. Gut, da mache ich mich aber erst schlau, wie wir das am schnellsten lösen. Weil ich will nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Ja, und dann sehen wir im nächsten Part, wie es hier weitergeht in Chrono Cross. Also bis dahin.